Schweinehälften für die Fleischerei in Menz bei Magdeburg. 8 Stück hat Meister Schumburg aus Halberstadt anliefern lassen. Die sind heute Nacht aus der Schlachtung gerade raus. Ja, Schweine. Schweine. Ab 7 Uhr sollen sie zur Wurst werden. Wir produzieren Kochwurst, frische Rohwurst, Brühwurst. Fangen jetzt sofort mit dem Zerlegen an. Und die Jungs in der Produktion, die warten eigentlich schon das Fleisch. Dann geht das los. Vorfreude in der Zerlegeküche. Der Job ist eine Knochenarbeit und nicht jedermanns Sache. Und da werden wirklich Eisbein drauf, mal, gell? Das wird Eisbein, genau. Oder wie man Magdeburg sagt, Bötel. 50 Schweine werden hier pro Monat verarbeitet. Die Deutschen essen wieder mehr Fleisch und Wurst. Ich denke mal, dass der Verbraucher doch irgendwie honoriert, dass zumindest in den Fachgeschäften entsprechend Qualität angeboten wird. Frisches Fleisch, ja. Und die ganze Weight Watchers-Geschichte ja doch nicht so zum Zuge gekommen ist. Und man sich besinnt auf die traditionelle Ernährung, die ja doch die beste ist, meiner Meinung nach. Auch weil die Schweine weniger fett sind als früher. Das Fleischerhandwerk ist grob, erfordert aber Liebe zum Produkt und Sachverstand. Gibt es ein Schnallprinzip? Ja, natürlich. Das ist ja der Standardschnitt. Nehmen jetzt hier die Wamme runter, die Bauchwamme. Hier ist der Bauch. Filet, Kotelettschwang hier hinter. Nackenbereich. Schulter, Keule. Ja, und das ist immer eigentlich der gleiche Schnitt. In der Wurstküche wird gerade eine regionale Spezialität in Därme gefüllt, Knoblender. Eine Bockwurst mit Knoblaucharoma. Für 1,5 Stunden wandert sie in den Buchenrauch. Zeit für Vorbereitungen der nächsten Wurstsorten. Die Mortadella wird gewürzt. Und vereist. Das muss sein, bekommen wir erklärt. Das Eis sorgt für Geschmeidigkeit und Lockerheit der Wurst. Fein gekuttert, also zerkleinert, wird die breiige Mortadella-Masse in ausgekochte Kunstdärme gefüllt. Dann versiegelt und später noch zur Haltbarmachung abgekocht. Die Herstellung einer der Lieblingswurstsorten von uns Deutschen übernimmt der Chef selbst. Wir bereiten jetzt hier die feine Leberwurst vor. Ja. So wird die Leber wird als erstes fein gekuttert, wieder aus dem Kutter rausgenommen. Dann kommt nachher Fett und das ist der Mageranteil mit Gewürzen im Kutter und die Leber wird im zweiten Gang dann wieder zugesetzt, um die schöne Cremigkeit zu erreichen. Ja. Und es schmeckt später doch. Eine echte Leberwurst ohne Fett und Zwiebeln nicht vorstellbar. Die richtige Konsistenz muss hier Schweinebrühe richten. Jetzt kommt auch wieder die Leber in den Automaten. Noch einmal kräftig gekuttert, ist die Leberwurstmischung fertig. Auch die Knoblender hat genug Rauch geschluckt. Mario Friedrich ist seit 23 Jahren hier. Ein Blick, ein Schnitt und... Lecker! Gut geworden? Gut, sehr gut. Schinken heißt auch in der Börde Schinken. Nur die Mettwurstkringel, die werden hier Bratwurst genannt. Letzte Wurstsorte für heute wird die Blutwurst. Auch sie kommt nicht ohne fette Schwarte aus. Und natürlich frischem Schweineblut. Das Fett- und Blutgemisch wird den gut gewürzten Flocken beigemischt, den Fett- und Fleischstücken der Wurst. Ganz wichtig bei dieser Sorte Handarbeit. Das geht auch mit der Maschine, aber eben durch die Bewegung des Arms könnten die Flocken eben unter den Arm kommen und werden nicht zerdrückt. Also vom Schnittbild her ist besser, wenn man sie mal handmengt. Jetzt setzen wir das Blutschwartengemisch dazu. Dass der Wurst nachher auch wieder die Bindung gibt.
Frisch aus dem Rauch ist dann zu sehen, das Schnittbild stimmt und der Geschmack auch. Sie und 50 weitere Sorten landen in der Menzer Wursttheke, insgesamt eine halbe Tonne allein heute. Deutschland ist schließlich Wurstweltmeister in Vielfalt und Geschmack. In Maßen genossen ist und bleibt Fleisch ein Stück Lebensqualität und echte Handwerkskunst.